Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video aus unserer kostenlosen Videoreihe. Mein Name ist David Seffer und heute soll es um das Thema E-Mail-Marketing gehen. Also genau genommen um Lead-Generierung. Was ist ein Lead? Ein Lead ist ein potenzieller Kunde. Das heißt, wir bekommen den Namen und die E-Mail-Adresse und können dann aus diesem Interessent einen Kunden machen. Ich gehe so weit, dass ich sogar sage, E-Mail-Marketing, ja, ist der wichtigste Bestandteil in einem Online-Business, denn mit E-Mail-Marketing, egal ob Affiliate oder mit eigenen Produkten, machen wir das meiste Geld. Also so ist es jedenfalls bei mir und auch bei vielen Kollegen. Also ich persönlich mache zwischen 80 und 90% alleine durch das E-Mail-Marketing. Und seitdem ich angefangen habe, E-Mail-Marketing zu betreiben und Leads zu generieren, kam auch für mich der Durchbruch. Insofern ist dieses Thema mega wichtig und ich empfehle dir, nimm dir jetzt Zettel und Stift, mach dir deine Notizen, denn dieses Training ist wirklich vollgepackt mit Insider-Tipps und ich hoffe, dass dir dieses Video definitiv wieder weiterhilft, wieder einen Schritt weiter zu dem eigentlichen Ziel, Geld zu verdienen im Internet. Ich bin am Ende nochmal kurz für dich da, jetzt viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns am Ende nochmal. Gut, würde ich sagen, starten wir mal. Erstmal grundsätzlich, die Lead-Generierung ist der Prozess, zuerst interessierte und qualitative Kontakte zu bekommen, welche dir zunächst einmal nur signalisieren, dass sie Interesse haben, bevor sie etwas kaufen. Das einfach mal im Hinterkopf behalten. Warum, weshalb, erfährst du auch gleich auf den nächsten Folien. Also nochmal, wir wollen erstmal interessierte, qualitative Kontakte bekommen, bevor wir also gleich mit der Tür ins Haus fallen. Es hat viele, viele Vorteile. Kommen wir auch noch dazu. Was ist überhaupt ein Lead? Ein Lead ist der Eintrag eines Interessenten in ein Kontaktformular. Das ist ein E-Mail-Kontaktformular. Wir bekommen somit die E-Mail-Adresse, optional Name und Telefonnummer. Dann, die E-Mail-Adresse wird in einem E-Mail-Verteiler gespeichert. Das ist quasi ein Lead. Also ein Lead heißt nicht immer nur, dass man die E-Mail-Adresse bekommt, sondern ein Lead ist einfach nur ein Kontakt. Ein Kontakt, den wir kontaktieren. Also das kann durchaus dann also auch der Name, Telefonnummer, Adresse und die E-Mail-Adresse sein. Aber es reicht auch nur die E-Mail-Adresse. All das ist ein Lead oder man sagt auch Lead-Kontakt. Wichtig, jeder Lead ist ein potenzieller Kunde. Warum machen wir das? Jeder, der Interesse hat und sich einträgt, der kauft auch bei uns. Nicht jeder, aber viele. Daher ist jeder Lead ein potenzieller Kunde. Warum also überhaupt Leads? Das erste: wir können darüber unsere Besucher auf unseren Webseiten auffangen, in Anführungsstrichen. Das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen näher erklären. Also, wie ist denn das jetzt im täglichen Internet-Marketing-Leben? Ganz einfach. Wir brauchen zum einen Besucher, denn ohne Besucher, ohne Traffic, also Traffic bedeutet nichts anderes als Website-Besucher. Ohne Website-Besucher, also Traffic, können wir kein Internet Business aufbauen und können auch kein Geld im Internet verdienen. So, das heißt, dass alle Internetmarketer, wirklich jeder oder jeder, der ein Online-Geschäft hat, jeder frühestens und also eigentlich früher oder später an den Punkt kommt, darüber nachzudenken, Traffic zu generieren. Und was bedeutet Traffic? Traffic bedeutet, dass wir entweder Zeit investieren müssen oder Geld, um Besucher zu bekommen. Ja, also letztendlich kostet beides Geld. Also wenn wir Zeit investieren, kostet es auch Geld. Aber ich will damit nur sagen, das ist das, was wir tagtäglich machen müssen. So, und wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, auf unserer Webseite die Besucher irgendwie aufzufangen, ist das ein großer Vorteil. Denn es ist ja so, dass wenn Leute auf unsere Webseiten kommen, die kommen und gehen. Aber wir haben vorab ja viel Zeit und Geld investiert, dass die Leute überhaupt kommen. Also sollten wir uns was überlegen, wie wir diese Besucher möglichst auffangen und halten können. Und das können wir eben darüber machen, indem wir Lead-Generierung machen. Denn wenn sich jemand in das Kontaktformular einträgt, dann ist er bei uns im E-Mail-Verteiler gespeichert. Und dadurch, dass er sich einträgt in unser E-Mail-Verteiler, ist es nicht nur ein einfacher Website-Besucher mehr, sondern es ist jetzt ab dem Zeitpunkt ein Interessent. Also wir trennen sozusagen gleich von Anfang an die Spreu vom Weizen. Wir haben also dann eine Liste mit Interessenten, also nicht nur irgendwelche Besucher, sondern die Leute interessieren sich tatsächlich für unser Thema, für unsere Produkte, je nachdem, was wir auf unseren Webseiten haben. Ja? Aber das ist nochmal wichtig zu verstehen. Also der interessiert sich schon. Also daher ist es ein vorqualifizierter Kontakt. Und das können wir allein dadurch machen, indem wir eben Lead-Generierung einsetzen. Nun können wir also auch, da dieser Besucher in unserem E-Mail-Verteiler ist, auch Beziehung und Vertrauen aufbauen. Sehr, sehr wichtig. Jeder Internetverkauf, bin ich der Meinung, basiert auf Vertrauen. Wenn wir kein Vertrauen haben zu Firma XY oder zu Person XY, kaufen wir auch nicht. Daher ist Vertrauen und Beziehung sehr, sehr wichtig. Was können wir dann machen? Komme ich auch später noch dazu. Natürlich Kunden gewinnen, klar, das ist unser Ziel, was wir haben. Doch bevor wir Kunden gewinnen, müssen wir halt erstmal den Traffic bekommen, die Besucher zu Interessenten werden und Beziehung, Vertrauen aufbauen. Aber letztendlich können wir dadurch Kunden gewinnen und das nicht zu knapp. E-Mail-Marketing ist der wichtigste Bestandteil, um Geld im Internet zu verdienen, und darüber wird, bin ich der Meinung, bei den meisten das meiste Geld verdient. Ja? Also unterm Strich, wenn wir Lead-Generierung machen, entsteht ein langfristiges Business. Ich weiß, es gibt viele, das war früher bei mir auch so, Affiliates oder also Menschen, die Geld im Internet verdienen wollen, die immer nur das schnelle Geld im Internet suchen. Hier mal eine schnelle Methode, da mal eine schnelle Methode, hier schnell Geld verdienen, da mal schnell Geld verdienen. Aber die denken nicht darüber nach, wenn sie Werbung machen, Marketing machen, dass sie irgendwie diese Besucher vorab erstmal selbst in einen E-Mail-Verteiler speichern. Denn die Sache ist die, okay, du investierst jetzt einfach mal viel Zeit und Geld, um schnell Geld zu verdienen. Ja, aber wie sieht der nächste Tag aus? Da musst du das wieder machen. Und der nächste Tag genauso wieder. Und immer wieder. Du bist quasi wie im Hamsterrad, auch im Internetmarketing. Aber wenn du jetzt die Besucher oder wo du Werbung machst, also die Klicks oder Besucher, dann letztendlich ist es ja so, dass wir, wenn wir Werbung machen, Besucher und Klicks bekommen, wenn du die aber vorab in einen E-Mail-Verteiler speicherst, dann kannst du auch mal 1, 2 Tage nichts machen, weil du weißt, du hast diese Interessenten ja auch in deinem E-Mail-Verteiler und kannst sie dann über das E-Mail-Marketing kontaktieren. Und auch wenn du Affiliate-Marketing machst, auch bei Affiliate-Marketing versuche Lead-Generierung zu machen. So. Denn es ist einfacher, neue Besucher zuerst nach einer E-Mail-Adresse zu fragen, als ihnen sofort etwas zu verkaufen. Das funktioniert natürlich auch im Affiliate-Marketing sowie natürlich mit eigenen Produkten. Bei Affiliate-Marketing heißt es nichts anderes, als dass du, bevor du deine Besucher oder die Besucher, die du erreichen willst, vorher auf ein Kontaktformular leitest und dann auf das Produkt, was du bewirbst von Firma XY. Bei eigenen Produkten ist es der gleiche Prozess. Es spielt ja keine Rolle, was für Produkte du nachher über das E-Mail-Marketing anbietest. Was brauchst du nun? Natürlich brauchst du einen Kontaktköder. Denn die Leute hinterlassen ja nicht einfach so die E-Mail-Adresse irgendwo, sondern du musst natürlich irgendwie was haben, ein kostenloses Angebot, was für diese Besucher einen Nutzen hat oder eben sehr wichtige Problemlösung enthält oder eben Informationen enthält, die diese Besucher suchen. Also du brauchst etwas Kostenloses, ein kostenloses Angebot. Du brauchst dann auch eine Newsletter-Software, denn ohne die Technik geht das natürlich nicht, denn wir müssen ja die E-Mail-Adressen speichern und die E-Mails raussenden. Dazu gibt es Newsletter-Software, man kann auch E-Mail-Marketing-Anbieter dazu sagen. Dann brauchst du ein Kontaktformular, klar, denn da startet alles. Möglichst viel Traffic. Also wenn du alles hast, also ein kostenloses Angebot, Newsletter-Software, Kontaktformular, dann brauchst du Traffic. Und letztendlich, klar, wir wollen Geld verdienen, dann eben deine Produkte. Denn ich denke mal, die meisten Leute, die im Internet starten, die sehen erstmal ihre Produkte nur. Die sehen, oh, tolles Produkt kann ich verkaufen, super. Und rennen quasi sozusagen los, aber anstatt erstmal strategisch darüber nachzudenken, ja, okay, ich muss Besucher generieren, ja, wie kann ich die Besucher denn irgendwie in meinen E-Mail-Verteiler bekommen? Also denke bitte den Weg sozusagen erstmal darüber nach, wie du eben ein wirklich gutes, kostenloses Angebot hast. Ich komme auch gleich zu jedem einzelnen Punkt. Ich erkläre jeden einzelnen Punkt und gehe da auch in die Tiefe, ja? Aber das war mir nur wichtig, dass du weißt, was du brauchst. Also kostenloses Angebot. Man sagt auch Lead-Magnet dazu. Ich denke, das Wort Lead hatte ich schon erklärt. Magnet hört sich eben auch gut an. Nichts anderes wie ein Kontaktköder. Also wir versuchen, die Leute anzuziehen an unser Business, an unsere Idee, an unser Geschäft. Und das machen wir mit einem Lead-Magnet. Dieses kostenlose Angebot, und das ist wichtig, sollte ein bestimmtes Problem für eine bestimmte Zielgruppe lösen. Deine Zielgruppe ist jetzt abhängig von deinem Markt und deiner Marktnische oder deinem Nischenmarkt. Das spielt keine Rolle, denn wenn du einen Nischenmarkt hast, also einen guten Nischenmarkt hast, gibt es auch Leute, die im Internet eben nach Informationen oder nach Problemlösungen suchen. Und genau dein kostenloses Angebot sollte eben ein bestimmtes Problem lösen. Wir erhalten dann im Gegenzug die E-Mail-Adresse und die Auslieferung erfolgt per E-Mail nach dem Eintrag in das Kontaktformular. Hier mal einige mögliche Arten von kostenlosen Angeboten. Und hier möchte ich gleich nochmal einen Hinweis geben. Im Webelite Club, im Grundkurs, gibt es ein Video zum kostenlosen Angebot. Nicht jetzt, wenn ihr live dabei seid, aber gleich nach dem Webinar. Dort gehe ich nochmal auch ein bisschen drauf ein, wie ihr so ein kostenloses Angebot erstellen könnt und was wichtig ist. Und es muss wirklich nichts Großartiges sein, sondern es sollte einfach nur was Spezielles sein. Aber das sind mögliche Arten. Reports, E-Books, das, was ich auch selbst sehr, sehr gerne als kostenlose Angebote nutze, weil diese immer noch sehr gut funktionieren zur Lead-Generierung. Mindmap, also Grafiken, Checklisten, Quellenangaben, Videos, es können auch kurze Videos sein mit Tipps und Informationen als kostenloses Angebot, Audios, Hörbücher, Software, Rabattcodes und Discounts, also auch mal was ganz anderes, aber auch das ist gut. Ihr könnt natürlich auch Gewinnspiele machen, um Leads zu generieren. Letztendlich ist es immer etwas, wo die Leute entweder was kostenlos bekommen oder eben etwas wirklich sparen. Also es sollte einen Vorteil haben, sich dort einzutragen. Quiz-Umfragen und zu guter Letzt Preislisten und Infomaterial. Ja, also wenn du Produkte per Post versendest und online verkaufst und dann per Post versendest und du hast deine Preise vielleicht jetzt schon irgendwie auf deiner Seite, kannst du auch sagen, hey, trag dich hier in das Kontaktformular ein und du bekommst meine aktuellen Preise immer per E-Mail zugesendet oder die Preisliste zum Download. Denke immer daran, nochmal, hatte ich am Anfang gesagt, wenn wir viel Zeit und Geld investieren, um Besucher zu generieren, und ich sage es dir nochmal, es kostet viel Zeit und Geld, versuche irgendwie die E-Mail-Adressen dieser Besucher zu bekommen. Okay, das soweit zum kostenlosen Angebot. Wie gesagt, mehr Infos gibt es also auch im Grundkurs unter kostenloses Angebot. Hier mal ein Beispiel, ein Report. Du siehst, das ist jetzt eine Seite, die ich so nutze. Ich denke, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es haben sich mit Sicherheit schon 6.000, 7.000 Menschen hier eingetragen für diesen Report, also um den downzuladen oder herunterzuladen. Nichts anderes habe ich gemacht. Ich biete ein kostenloses Angebot, was für die Zielgruppe ein Problem löst und Nutzen hat, und die Leute tragen sich hier ein, wenn sie auf meiner Webseite sind, und ich habe dann den Kontakt. Kommen wir zur Newsletter-Software. Also, der Kontakt kommt in einen E-Mail-Verteiler. Man kann auch Newsletter-Liste dazu sagen. Die Auslieferung des kostenlosen Angebots erfolgt über die Newsletter-Software per E-Mail. Ich denke, das hatte ich auch schon gesagt, aber es ist wichtig, dass du es verstehst. Die Newsletter-Software speichert und verwaltet unsere Kontakte. Und nun können wir natürlich jetzt jederzeit passende Angebote per E-Mail senden, und wir verdienen Geld. Genau da wollen wir hin. Deswegen machen wir das alles. Wir wollen dann Geld verdienen, und das Geld verdienen passiert dann per E-Mail oder per E-Mail-Marketing. Aber dazu müssen wir erstmal möglichst viele E-Mails, also Lead-Kontakte, bekommen. Hier sind einige Anbieter, und zwar gibt es sehr, sehr viele Anbieter für Newsletter-Software. Es gibt also eigene Installationen oder eine gemietete Lösung. Ich persönlich bin ein großer Fan von gemieteter Lösung. Warum? Weil hier die Wartung, Sicherung und natürlich auch die gute Zustellbarkeit gesichert sind. Es bringt dir nichts, eine eigene Installation zu haben, die fehlerhaft ist oder fehlerhaft programmiert ist, eine schlechte Zustellbarkeit hat, also dass die E-Mails gar nicht ankommen beim Empfänger und vielleicht du durch irgendeinen Fehler bei der Programmierung dieser eigenen Installation oder was auch immer von heute auf morgen vielleicht sogar alle Kontakte verlierst. Das passiert dir bei einer gemieteten Lösung nicht, weil da sitzen Leute tagtäglich und machen nichts anderes, als sich darum zu kümmern, dass unsere E-Mail-Kontakte immer gesichert sind, dass die E-Mail-Kontakte auch unsere E-Mails bekommen und dass durch auch die Software immer gewartet wird. Ja? Daher empfehle ich dir, nutze einen Anbieter für eine Newsletter-Software. Ich persönlich nutze GetResponse derzeit, ich nutze CleverReach und ich nutze Aweber. Also ich nutze 3 Anbieter derzeit Ich denke, das zeigt dir auch, wie wichtig auch für mich E-Mail-Marketing und Lead-Generierung ist, sonst würde ich mit Sicherheit nicht 3 Anbieter nutzen. Das heißt aber nicht, dass du 3 Anbieter nutzen musst. Such dir einen aus, das sind nur einige Beispiele, such dir einen aus, mit dem du am besten arbeiten kannst. Du kannst also bei den meisten Anbietern auch testen, bei den meisten kannst du also einen Monat testen und teste alle Anbieter und entscheide dich dann für einen Anbieter, für dein E-Mail-Marketing bzw. als Newsletter-Software. Also das sind einige. Es gibt noch weitaus mehr. Es gibt noch Flatrate-Newsletter, es gibt noch Mailchimp. Also es gibt wirklich viele da draußen. Aber nochmal, das sind die, die ich persönlich also schon genutzt habe oder nutze. Und daher habe ich die einfach hier mal als Beispiel für dich aufgeführt. Vielleicht bist du auch jetzt an der Stelle und sagst, du hast noch keinen Newsletter-Anbieter. Dann empfehle ich dir, glaube es mir, diese Investition hast du wirklich doppelt und dreifach wieder raus. Wenn du im Internet Geld verdienen möchtest, investiere dieses Geld auch in eine Newsletter-Software. Und wenn du startest, ist das nicht so teuer. Aber wenn du, ich sage es mal, keine Ahnung, du zahlst im Monat 19 Euro für eine Newsletter-Software, das Geld hast du spätestens nach einem Monat locker wieder raus. Locker. Wenn du Lead-Generierung machst und E-Mail-Marketing machst. Ja? Gut. Kommen wir zum Kontaktformular. Mit der Newsletter-Software erstellst du deine Kontaktformulare. Ja? Also das machst du mit der Newsletter-Software. Das Kontaktformular sollte dann dein Nutzenversprechen für das kostenlose Angebot und optional eine Abbildung enthalten. Ich hatte ja gerade ein Beispiel von mir gezeigt mit dem Report. Da habe ich das ja auch so. Da habe ich halt mein Nutzenversprechen, eine Aufzählung und dann eben das Eintragsfeld mit der E-Mail, also wo man die E-Mail einträgt und dann ein Produktbild. Das ist aber optional. Aber es, ich habe festgestellt, wenn du eine Produktabbildung hast als eben kostenloses Angebot, dass du eine höhere Eintragungsrate hast in das Kontaktformular. Und es ist durchaus sinnvoll, die Dinge zu machen, die mehr dazu sorgen, oder dafür verantwortlich sind, dass du mehr Leads bekommst. Also mal ein Beispiel, du hast 100 Leute auf deiner Webseite, 10 tragen sich ein, um dieses kostenlose Angebot zu bekommen. Nun erstellst du einfach eine Abbildung des kostenlosen Angebots und platzierst das ebenfalls im Kontaktformular und du hast auf einmal 12 oder 20, die sich eintragen in dieses Kontaktformular. Ja, also du merkst, es können manchmal kleine Kleinigkeiten sein, die aber letztendlich dir am Ende des Tages mehr Geld bringen. Darüber tragen sich dann eben die Besucher ein mit ihrer E-Mail-Adresse und genau hier an diesem Punkt startet jetzt deine Kundengewinnung. Genau hier. Ich habe auch im Grundkurs ebenfalls ein ausführliches Video zum Kontaktformular gemacht. Schau dir es bitte auch nochmal an. Das sind die Hauptelemente eines Kontaktformulars. Hier ist jetzt das Produktbild jetzt nicht dabei. Das ist, wie gesagt, optional, aber ich empfehle es dir trotzdem. Letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine Headline, also eine Überschrift hast mit einem starken Nutzenversprechen. Denn die Leute fragen sich auf deiner Webseite, warum soll ich jetzt hier meine E-Mail-Adresse hinterlassen? Und wenn das sofort signalisiert, hier bekomme ich Informationen, hier bekomme ich etwas, was für mich einen Wert und Nutzen hat, dann trage ich natürlich gerne hier meine E-Mail-Adresse ein. Ja? Das ist sehr wichtig, also sorge für eine gute Headline. Dann, klar, das E-Mail-Kontaktformular, wo man die E-Mail einträgt, dann der Button. Und hier kann man dann auch auf dem Button auch schreiben, schau das Video oder kostenlos, das Wort kostenlos nochmal verwenden, kostenlos anfordern. Du solltest nicht den Standard-Button nehmen, wo steht absenden, sondern versuche auch auf dem Button selbst nochmal irgendwie einen Wert reinzubringen. Also wenn ich da sage, schau das Video, dann ist es für mich sehr, sehr deutlich, dass ich auf der nächsten Seite belohnt werde, wenn ich meine E-Mail-Adresse eintrage, dass ich das Video sehe. Wenn da steht kostenlos, dann ist es ebenfalls sehr gut, weil die Leute sind natürlich immer skeptisch. Also das Wort kostenlos kannst du nicht oft genug eben in das Kontaktformular letztendlich bringen oder das Wort gratis von mir aus. Ja? Klar, Anti-Spam-Erklärung sollte auf jeden Fall, muss auch auf jeden Fall mit im Kontaktformular stehen, dass du dich an den Datenschutz hältst. Aber all diese Dinge, die kannst du sehr, sehr einfach mit einem Kontaktformular wenn du das über deine E-Mail-Marketing-Software machst, sehr, sehr einfach dort mit dieser Software anlegen. Dann Impressum und Datenschutz ist, denke ich mal, sowieso auf jeder Webseite drauf. Gut, also was ist zu tun? Verwende nun auf deiner Webseite oder Blog mehrere Kontaktformulare, möglichst an verschiedenen Stellen. Füge mindestens ein Kontaktformular auf jede einzelne Seite und platziere diese Kontaktformulare jeweils oben, mittig, unten auf der Seite. Warum? Weil heutzutage die Leute im Internet sehr unterschiedlich unterwegs sind. Manche, die sind wirklich nur wenige Sekunden auf einer Webseite, überfliegen die quasi und entscheiden dann in den Sekunden, ich klicke weiter oder gehe zurück. Dann gibt es Leute, die scrollen auf einer Webseite erstmal von oben bis nach unten. Weiß nicht, ob du auch so jemand bist, ja, weil sie einfach erstmal wissen wollen, was ist komplett auf der Seite. Und dann gibt es Leute, die sind natürlich sehr, sehr interessiert und die lesen auch unsere Inhalte auf unserer Webseite. Also du merkst schon, die Leute sind sehr, sehr unterschiedlich auf unserer Webseite unterwegs. Daher ist es wirklich wichtig, dass du möglichst auf vielen Stellen deiner Webseite ein Kontaktformular platzierst. Also nicht nur auf einer Stelle, sondern möglichst auf mehreren Stellen. Ja? Optional verwende also zusätzlich auch Plugins, die dir das Leben auch erleichtern, die dir dabei helfen, auch die Kontaktformulare auf mehreren Stellen auf deiner Seite, also in dem Fall WordPress, zu platzieren. Also hier zum Beispiel Opt in Skin, Subscriber Magnet oder WP Subscriber. Ich nutze den letzten Anbieter und ich werde die Links aber auch unter der Aufzeichnung später dann im Webelite Club platzieren, ja? Dass du weißt, die einfach mal anschauen kannst, diese Plugins. Aber was für mich wichtig ist, das solltest du mitnehmen aus diesem Webinar. Denke nicht, wenn du nur ein Kontaktformular auf deiner Webseite hast und vielleicht das noch nur auf einer Seite, dass du hier ja, viel bewegst. Ja. Du kannst nicht oft genug ein Kontaktformular auf deiner Webseite draufbringen. Umso mehr du draufbringst, umso mehr Kontakte gewinnst du mit deiner Webseite. Und das ist ja das Ziel. Denn umso mehr Kontakte wir gewinnen, umso mehr verkaufen wir, umso mehr Kunden gewinnen wir. Ich denke, das verstehst du. Hier vielleicht auch nochmal ein paar Anbieter für Lead-Seiten. Du kannst also auch deine Webseite nur mit einem Kontaktformular haben, also quasi eine ja, Lead-Seite, wo nichts weiter drauf ist als wirklich nur dein kostenloses Angebot und den Eintrag in das E-Mail-Kontaktformular. Das ist auch dann sehr, sehr zum Beispiel geeignet, wenn du direkt Werbung machst mit Anzeigen zum Beispiel, wenn du Anzeigen schaltest bei Facebook oder anderen Anbietern, dann musst du nicht immer die Besucher direkt auf deinen Blog leiten, sondern du kannst die auch mal nur auf eine Seite leiten, wo man sich nur eintragen kann mit der E-Mail-Adresse oder man verlässt die Seite wieder. Also man hat gar keine andere, Handlung, die man machen kann auf der Seite. Daher sind diese Seiten, wo man nur die E-Mail-Adresse einträgt, so wirkungsvoll, so effektiv, sage ich jetzt mal, weil man eben nicht abgelenkt wird von anderen Dingen. Ja? Aber du solltest einen Mix haben. Also wenn du gerade am Anfang stehst und du hast jetzt nur eine Website und Blog, fang erstmal damit an. Du kannst dann später ja auch dann eigene Leadseiten bauen zusätzlich. Ja? Vielleicht hier mal ein Beispiel, das jetzt von meinem eigenen Blog, also einer von vielen, die ich betreibe. Das ist jetzt mein persönlicher Blog, davidseffer.com. Und da habe ich dann also diesen Lead-Magnet, also dieses kostenlose Angebot, diesen Report hier. Und dieses Kontaktformular befindet sich jetzt auf der rechten Seite auf meinem Blog in der Seitenleiste. Also so ist jetzt nur an einer Stelle. Ich habe natürlich noch auf dem Blog noch mehrere Lead-Magneten drauf, aber dass du einfach nur siehst, wie das dann auch bei dir auf deiner Webseite und deinem Blog aussehen kann. Und hier das gleiche, da ist das gleiche kostenlose Angebot. Hier aber eben mit einer Lead-Seite, also eine Seite, wo nichts weiter drauf ist als dieses kostenlose Angebot. Und diese Seite bewerbe ich unter anderem bei Facebook. Und hier können die Besucher wirklich nichts anderes machen, als nur die E-Mail-Adresse eintragen. Und hier ist es auch mal etwas anderes. Hier ist es eine Lead-Seite, also es ist so, dass sich hier das Kontaktformular erst öffnet, wenn jemand auf diesen Button klickt. und dann seine E-Mail-Adresse einträgt. Und jetzt kommt etwas, was sehr interessant ist, was viele vielleicht nicht denken. Es ist so, dass nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Kollegen von mir sich herausgestellt hat, wenn man eine Leadseite hat, wo man erst auf einen Button klicken muss und dann die E-Mail-Adresse eintragen kann, weil eben dann eben noch ein neues Fenster aufgeht und dann erst die E-Mail-Adresse eintragen kann, dass dieser Zwei-Stufen-Prozess und Lead-Generierung sogar mehr dazu bewegt, sich einzutragen, als wenn man gleich das Kontaktformular zeigt. Sehr interessant, ne? Und der Grund ist der, dass wenn jemand erst auf diesen Button klickt, ja, ich möchte gratis lesen, er quasi schon den ersten Schritt geht, ein Commitment macht, wie man so schön sagt, also er schon einfach signalisiert, ja, ich will es gratis lesen. Und jetzt nicht sofort denkt, wenn er auf diese Seite kommt, oh, hier muss ich ja nur die E-Mail-Adresse eintragen. Ja? Und wenn er dann sogar schon, weil er schon in diesem Flow ist, also ja, quasi schon die erste Handlung gemacht hat, den ersten Schritt gegangen ist und dann die E-Mail-Adresse abgefragt wird, dass dann die Besucher leichter dazu geneigt sind, dann doch die E-Mail-Adresse einzutragen. Ist sehr, sehr kurios, aber es ist so. Das zeigen immer wieder Tests, dass dieser Zwei-Stufen-Prozess sogar für mehr Leads sorgt. Vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp für dich an dieser Stelle. Ja? Okay, Traffic. Jetzt, wenn wir alles haben, also wir haben unser kostenloses Angebot, wir haben unsere Newsletter-Software, mit der haben wir den Kontaktformular erstellt und dieses Kontaktformular haben wir jetzt auf unserer Webseite. Was brauchen wir jetzt? Klar, wir brauchen jetzt möglichst viele Besucher auf unserer Webseite. Und ich gebe dir jetzt einfach mal einige Traffic-Quellen, das sind nur einige von vielen. Im Webelite Club findest du ja auch direkt unter 10-mal mehr Traffic, weitere Traffic-Quellen, und die werden natürlich auch erweitert, klar, da kommen also auch immer wieder neue dazu. Aber das sind die ja, gut sind für den Einstieg und die sich zurzeit gut eignen für die Lead-Generierung. Das ist also ganz normal deine Webseite und dein Blog, logisch. Dann Facebook. Facebook eignet sich immer noch sehr gut für die Lead-Generierung. Ich gebe dir nachher auch eine Strategie, die du sofort nutzen kannst, um mehr Leads zu generieren oder mehr Besucher zu bekommen. YouTube, ja, eignet sich auch. Dann Viral-Mailer und ich denke mal Affiliates und auch Partner. Das ist dann schon eine etwas fortgeschrittene Methode, die allerdings ebenfalls sich sehr, sehr gut eignet zur Lead-Generierung. Das sind wie gesagt nur einige, aber ich möchte auch ja dich in diesem Webinar hier nicht überfluten. Fang erstmal mit einer dieser Traffic-Quellen an. Wenn du diese gemacht hast, dann geh zur nächsten über. Und wenn du die dann gemacht hast, geh zum nächsten über. Also mache nicht alles gleichzeitig. Das mache ich selbst auch nicht, auch wenn ich es wollte. Du kannst die Dinge immer nur nach und nach machen, also Schritt für Schritt. Ja? Gut, schauen wir uns mal genau an. Fangen wir mit der Website und Blog an. Also erstmal füge ein Kontaktformular sichtbar auf allen Seiten. Das hatte ich dir ja schon gesagt. Jetzt kann ich dir noch den Tipp geben. Nutze zusätzlich Pop-Up-Fenster mit dem Kontaktformular auf den wichtigsten Seiten beim Öffnen und Verlassen der Seite. Hier gibt es auch schöne Plugins, die das ebenfalls auch für dich machen. Das ist Pop-Up-Domination, nutze ich selbst auch, und OptimizePress. Mit denen kannst du sogenannte Pop-Up-Fenster erstellen. Was ist ein Pop-Up-Fenster? Will ich dir auch nochmal erklären. Und du bist sicherlich schon mal auf eine Seite gekommen, wo sich dann auf einmal ein neues Fenster geöffnet hat, automatisch. Das ist ein Pop-Up-Fenster. Und auch wenn du jetzt denkst, ja, das ist doch nervig und das stört doch die Besucher, mag sein. Aber auch hier, das sind eigene Zahlen und Ergebnisse aus meinem eigenen Business. Es tragen sich tatsächlich mehr Menschen in ein Pop-Up-Fenster mit der E-Mail-Adresse ein, als in das Kontaktformular auf dem Blog, beispielsweise in der Seitenleiste. Warum ist das wieder? Ich denke, das ist genau der gleiche, wie mit einer Lead-Seite. Weil in dem Moment, wo ein Pop-Up-Fenster sich öffnet, die Leute in dem Moment nichts anderes sehen, als nur das kostenlose Angebot und den Eintrag in das E-Mail-Kontaktformular. Also die werden nicht abgelenkt von anderen Dingen. Fokus, ja. Die Leute sind in dem Moment genau fokussiert auf dieses kostenlose Angebot und tragen sich dann eben dort lieber ein, oder mehr Leute tragen sich dort ein, als nachher, wenn sie auf deinem Blog sind Und dann haben Sie noch mehrere Sachen auf deiner Webseite, die Sie sofort sehen und interessieren sich vielleicht dafür, wie auch immer. Sie sind also mehr abgelenkt. Ja? Das ist aus meiner Sicht der Grund, weswegen das so ist. Heißt aber auch nicht, dass du jetzt nur Pop-Up-Fenster nutzen sollst, sondern du sollst logischerweise Pop-Up-Fenster und natürlich auch die normalen Kontaktformulare auf deiner Website und Blog einsetzen. Aber nutze zusätzlich Pop-Up-Fenster. Wenn du Website und Blog als Trafficquelle nutzt, brauchst du logischerweise dann eben auch Besucher und die bekommst du dann eben durch die Suchmaschinen. Also du musst deinen Blog also auch dann für die Suchmaschinen optimieren. Das ist ein Thema für sich und sicherlich auch mal ein Thema, auch vielleicht mal für ein Live-Webinar im Webelite Club. Gerne, also wenn euch das interessiert, gerne auch bei Facebook kurz reinschreiben, dass euch das interessiert oder einfach ja, irgendwie mir eine Nachricht schickt. Das wäre also ein Thema, was wir auch mal behandeln sollten. Aber natürlich muss deine Webseite optimiert sein für die Suchmaschinen, damit du auch Besucher bekommst. Zusätzlich leite also auch dann Nutzer von den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, LinkedIn und so weiter und so fort ebenfalls auf deinen Blog. Denn du weißt, die Leute, wenn die auf deinen Blog kommen, trägt sich ein Teil dieser Leute auch in dein Kontaktformular ein. Und daher solltest du nicht nur darüber nachdenken, mehr Besucher von den Suchmaschinen zu bekommen, sondern auch von den sozialen Netzwerken. Also du solltest wirklich beides im Auge behalten. Das also war zu Website und Blog. Kommen wir zu Facebook. Bei Facebook ist jetzt eine tolle Methode, die du machen kannst, Anzeigen zu schalten. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Anzeigen ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Genau das ist der Gegenteil. Du kannst bei Facebook Anzeigen, sogenannte 5 € Beiträge, also 5 € Anzeigen schalten und generierst damit Leads für dein Geschäft. Das heißt, du kannst dir wirklich mit einem kleinen Budget diese Strategie umsetzen. Alles, was du dazu machen musst, erstelle einen Facebook-Beitrag mit dem Link zu deiner Webseite, wo das Kontaktformular ist. Ich meine, das ist klar, das ist wichtig, dass die auch dann eben, auf deine Seite kommen. Dafür brauchst du eine Facebook-Seite. Also, das funktioniert mit einer Facebook-Seite. Das heißt, wenn du ein persönliches Profil hast, dann hast du noch keine Facebook-Seite, beziehungsweise, doch, du kannst natürlich auch schon beides haben, aber ich werde nur sagen, ich meine mit einer Facebook-Seite nicht dein persönliches Profil, sondern eine Facebook-Seite, auch Unternehmensseite, wo der Gefällt mir-Button steht. Das ist eine Facebook-Seite, die brauchst du. Und wie du das erstellst, zeige ich auch bei den Traffic-Strategien im Webelite Club. Unter 10-mal mehr Traffic siehst du also auch diese Strategie, die ich dir jetzt gerade zeige. Da gehe ich also auch mit dir live in Facebook und zeigt dir das genau. Ja? Ich will dir einfach nur sagen, nutze diese Strategie. Mein Tipp dabei, lade dein eigenes Bild hoch und nutze nicht das Bild, was dir Facebook vorschlägt, weil ein eigenes Bild kannst du selber, ja, selber gestalten. Achte jedenfalls darauf, aber auch hier, dass dieses Bild nicht zu viel Text hat. Wie gesagt, schau dir bitte dann auch diese Traffic-Methode an, Facebook im Webelite Club, da zeige ich dir das ganz genau. Dann bewerbe diesen Beitrag mit einer Anzeige. Wähle dafür die passende Zielgruppe aus. Und nochmal, du kannst hier mit einem sehr kleinen Budget das Ganze machen. So sieht es aus. Also wenn ich jetzt in Facebook bin, dann poste ich einfach einen Beitrag mit dem Link, der ist wichtig, klar, zu meiner Lead-Seite. Und alles, was ich dann mache, ich klicke dann unter diesem Beitrag auf diesen Button Beitrag bewerben. Und schon kann ich sehr, sehr einfach und leicht, das ist der große Vorteil bei Facebook-Anzeigen, die sind sehr einfach zu handhaben. Ich muss hier kein großes Budget auswählen, sondern ich wähle hier nur 5 € und wähle dann eben meine passende Zielgruppe aus und klicke dann auf Bewerben. Und schon wird dieser Post von Facebook meiner Zielgruppe in Facebook eingeblendet und ich erhalte darüber neue Besucher für meine Seite und kann dann neue Leads darüber generieren. Probier es aus. Ja, 5 €, wenn du das ein paar Tage machst, hast du wieder neue Leads und neue Kunden dann dementsprechend. Und es funktioniert. Ja, also das ist eine Strategie, die ich auf jeden Fall selbst regelmäßig nutze und es funktioniert sehr, sehr gut und bringt dir auch am Ende des Tages dann auch Geld. So könnte dann ein Beitrag auch aussehen. Achte darauf, dass du eine gute Statusmeldung hast mit dem Nutzenversprechen, also quasi das Gleiche, was du auch auf deinem Kontaktformular in die Überschrift schreibst, also den Text. Das Gleiche bringst du einfach in die Statusmeldung bei Facebook, aber dann eben klar zusätzlich auch noch die Handlungsaufforderung, jetzt klicken oder jetzt gratis lesen oder was derjenige machen soll und den Link, der ist wichtig. Sichtbar den Link zu deiner Webseite mit dem Kontaktformular und dem kostenlosen Angebot. Das Bild kannst du selbst gestalten, dazu gibt es auch tolle Tools, zeige ich dir aber auch dann selbst in dieser Facebook-Strategie, wie du so Bilder erstellst. Ich will dir einfach nur zeigen, was so entscheidend und wichtig sind, welche Elemente. Und dann natürlich der Titel und die Beschreibung, das erscheint dann unter dem Bild. Und hier solltest du auch nochmal reinschreiben, um was es sich handelt. Mehr brauchst du nicht und dann kannst du dieses Ding bewerben. Du kannst natürlich noch den Button, also den Call-to-Action-Button ändern, zum Beispiel herunterladen, wählen. So kann das aussehen, ist keine große Sache, probier es einfach mal aus und nutze dann eben auch. Wenn du kein Grafikprogramm hast, nutze einfach Canva.com. Nutze ich selbst sehr häufig, ist kostenlos und du kannst damit sehr einfach solche Grafiken, Bilder erstellen. YouTube, also wenn du dann Facebook gemacht hast, du hast deine Website im Blog und kommen auch Besucher. Ja, warum nicht noch YouTube nutzen? YouTube gehört ebenfalls zu den trafficstärksten Webseiten da draußen, ebenfalls wie Facebook und die Suchmaschinen. Also sollte YouTube natürlich auch in deinem Traffic-Mix nicht fehlen. Klar, du brauchst YouTube-Videos, aber so ein Video muss nicht immer ein Video sein, wo du selbst vor der Kamera bist. Das kann auch ein Video sein, so wie ich es jetzt hier mache, einfach eine PowerPoint oder eine Keynote-Präsentation abfilmen. Und schon hast du ein Video. Das muss also nichts Großartiges sein. Du kannst auch Videos erstellen mit Animoto oder so animierte Videos. Es gibt heutzutage möglichst viele Anbieter. Werden wir aber auch nochmal über das Thema Video erstellen. Wird es auch nochmal einen Erfolgsplan im Webelite Club geben in Zukunft oder in Kürze wird dieser erscheinen. Da gehe ich da auch nochmal ein bisschen ausführlicher darauf ein. Letztendlich nutze einfach YouTube-Videos, indem du dort überall einen Link zum Kontaktformular, also zu deiner Website und dem Kontaktformular einbaust. Platziere diesen Link in der Beschreibung der Videos und nutze zusätzlich verlinkte Anmerkungen in den YouTube-Videos. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die ich selbst nutze. Das sind eigentlich die einzigen zwei Dinge, die ich in meinem YouTube-Marketing nutze derzeit, um Leads zu generieren oder eben Besucher zu bekommen. Mehr, also das sind die, natürlich muss das YouTube-Video auch möglichst viel Aufrufe haben, etc., etc. Auch dazu gibt es dann, wenn ich den Erfolgsplan zu Online-Videos, da werde ich da auch euch Material geben, an die Hand geben zum Download. Kommt alles, ja. Aber ich will einfach nur sagen, diese zwei Dinge, Link in der Beschreibung und verlinkte Anmerkung, das könnt ihr sofort machen bei euren YouTube-Videos. Dann animiere natürlich in den Videos selbst mit Worten die Zuschauer auch auf diesen Link zu klicken, um das kostenlose Angebot anzufordern. Ja, es ist deswegen gut, weil du dann einfach wieder zusätzliche Sinne ansprichst, sondern also nicht nur das Bild oder sondern auch die Worte, die du dazu sagst. Also Bild und Wort ist natürlich ein stärkerer Trigger, eine stärkere Handlungsaufforderung als nur per Bild. Also sage auch im Video selbst, klicke den Link in der Videobeschreibung, klicke den Link im Video oder was auch immer und hol dir das kostenlose Angebot zum Thema so und so. Also vergesse nicht diese Call to Action. So sieht es dann aus, wenn du ein YouTube-Video hast, einfach unten, möglichst in die ersten zwei Zeilen, denn diese sind derzeit einfach nur sichtbar. YouTube zeigt nur einen Auszug, man müsste dann auf mehr Anzeigen klicken in der Videobeschreibung, aber die ersten zwei Zeilen sind derzeit immer sichtbar unter den Videos, also platziere möglichst deinen Link zu deiner Webseite bei YouTube in die ersten zwei Zeilen oben und der Link muss und sollte vorne das http:// enthalten, damit der auch verlinkt ist. Das nächste, Das wäre jetzt so eine Anmerkung mit dem Link. Wie du solche Anmerkungen erstellst in YouTube, gehe bitte ebenfalls in Webelite Club in die Thema mehr Traffic-Kategorie und dort findest du die YouTube-Link-Methode. Dort zeige ich dir das ebenfalls live am Computer, wie das funktioniert. Aber mach das, wenn du YouTube-Videos nutzt, verwende Anmerkungen mit dem Link direkt in den Videos. Die kann man dann nämlich direkt im Video klicken und das machen auch sehr, sehr viele. Gut. Kommen wir zu Viral-Mailern. Auch Viral-Mailer eignen sich sehr gut zur Lead-Generierung, auch wenn viele sagen, nee, das ist ja eh nur, das sind ja eh nur Leute, die auch nur suchen, wie sie Geld verdienen und so weiter. Ja, aber da du etwas Kostenloses anbietest und wenn es einen Nutzen hat, dann tragen sich auch über die Viral-Mailer sehr, sehr viele dort in dein Kontaktformular. Ich sehe das selbst anhand meinen Statistiken, dass Viral-Mailer immer noch funktionieren, ja. Und es gibt hier Werbeplattformen, wo Mitglieder durch den Empfang von Werbemails eine entsprechende Vergütung bekommen. Und wir als Werbetreibende können eben dort Werbung in Form von Werbemails buchen. Also wenn du am Anfang bist und du hast jetzt vielleicht noch keine große E-Mail-Liste, weil du vielleicht gerade ganz am Anfang bist, aber du willst trotzdem an 3.000 oder 6.000 Menschen deine E-Mail versenden, dann kannst du auch am Anfang Viral-Mailer nutzen. Aber auch hier... Wenn du das schon nutzt und da Geld für bezahlst, leite die Menschen doch, bevor du sie auf dein Affiliate-Angebot leitest oder auf irgendein anderes Angebot, erstmal auf eine Lead-Seite, dort, wo sie ihre E-Mail-Adresse dann hinterlassen. Denn so baust du dir selbst eine E-Mail-Liste auf und irgendwann ist vielleicht deine eigene E-Mail-Liste 3.000 oder 6.000 groß und du brauchst dann nicht mehr die Viral-Mailer zu bezahlen dafür. Ja? Also denke bitte möglichst früh darüber nach, E-Mail-Adressen zu generieren. So, somit können wir dann eben an alle Nutzer eine E-Mail zu unserer Lead-Seite mit dem kostenlosen Angebot senden, also mit den Viral-Mailern. Eben perfekt geeignet für die Lead-Generierung. Hier sind einige Werbevermarkter, die sowas anbieten. E-Besucher zum Beispiel, Viral-Mails. Ich werde die Links auch dann eben später unter der Aufzeichnung platzieren, die dann her im Webelite Club zur Verfügung steht. Dann haben wir hier noch CI, Cash-Click, Standalone24 und Viral URL. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr. Maxi-Mails und wie sie alle heißen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele. Das Einfachste ist, wirklich mal bei Google nach Viral-Mailern googeln. Oder vielleicht auch eine gute Idee, eventuell werde ich mal eine kleine Liste zusammenstellen. Ich werde nochmal ein Video dazu machen, unter 10 mal Traffic zum Thema Werbemails. Und wenn ich dieses Video fertig habe, werde ich dort meine Liste zusammenstellen mit Anbietern für Viral-Mailer. Dann habt ihr es einfacher, denke ich mal, ist das Beste. Also einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Irgendwann werde ich das Video auf jeden Fall in Kürze für euch bereitstellen. So, dann die fortgeschrittene Methode zur Lead-Generierung, Affiliates und Partner. Wie gesagt, ist dann schon geeignet, wenn du schon ein bisschen länger im Geschäft bist, aber du kannst natürlich auch gern, wenn du am Anfang bist, das jemand für dich machen lassen. Nutze einfach sogenannte Pay-per-Lead-Programme, wo bezahlte Leads eben, deinen Affiliates eben gut geschrieben werden. Das heißt, du bezahlst Affiliates für jeden geworbenen Lead. Die Affiliates machen für dich Werbung. Du leitest dann eben diese Besucher, die deine Affiliates für dich werben, auf eine Lead-Seite. Also die Affiliates leiten dir auf deine Lead-Seite und können sich dort dann eintragen. Und der Affiliate bekommt dann eben eine Vergütung dafür pro Lead. Ich persönlich nutze dazu Digistore24 und AdClick. Du kannst es aber auch mit SuperClicks und auch mit anderen Partnernetzwerken machen. Warum ist das sehr schön? Ja, wie gesagt, es gibt auch viele Affiliates und auch viele, die gerade anfangen mit Online-Marketing. So übrigens habe ich genauso, habe ich das genauso gemacht, ja. Und ja, die wollen erstmal natürlich möglichst schnell auch Geld verdienen. Das ist auch nichts dagegen zu sagen, aber langfristig sollte man auch eben selbst die Generierung machen, wie auch immer. Und die freuen sich natürlich über solche Programme, wo sie vergütet werden, wenn sich jemand dort einträgt mit der E-Mail-Adresse, weil das natürlich einfacher ist, also man kann darüber schneller Geld verdienen, als wenn man ein kostenpflichtiges Produkt bewirbt. Auch als Affiliate, weil es eben kostenlos ist, tragen sich dort natürlich mehr Menschen ein, aber ich würde dann als Affiliate Geld verdienen. Ne? Deswegen sind diese Pay-per-Lead-Programme für viele Affiliates sehr attraktiv, sage ich jetzt mal. Ja? Du kannst aber auch automatische Webinare als kostenloses Angebot erstellen, welche dann eben Affiliates ebenfalls bewerben können. Und du bietest dann am Schluss oder zum Schluss ein Kaufprodukt an. Das heißt, der Affiliate würde dann eben an diesem Verkauf mitverdienen, also bekommt eine Provision für jeden Verkauf. Aber da du eben ein automatisches Webinar oder überhaupt ein Webinar machst, und jeder muss sich ja für ein Webinar erstmal registrieren, also mit Namen und E-Mail-Adresse, generierst über diesen Weg selbst deine Leads. Also du baust dir sozusagen eine E-Mail-Liste auf und die Affiliates bewerben das, weil die wollen natürlich, dass möglichst viele das Produkt kaufen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Die Affiliates, die verdienen an dem Verkauf, aber du hast eben zusätzlich eben auch noch die E-Mail-Adressen über diesen Weg. Und auch das ist eine etwas fortgeschrittene Technik, aber auch dann, wenn du schon später eine eigene Liste hast, du hast 1000, 2 oder mehr in deiner eigenen Liste, kannst du auch andere Kollegen aus deiner Nische anschreiben oder wenn du weißt, andere Kollegen aus deiner Nische nutzen ebenfalls Lead-Generierung und E-Mail-Marketing, kannst du natürlich dann auch einen Listentausch machen mit diesen Kollegen. Habe ich selbst schon in der Vergangenheit sehr oft gemacht mit anderen Kollegen, wo ich weiß, dass es auch zuverlässig ist. Ich habe auf deren Leadseite gemeldet und sie auf meine und somit konnten wir unsere Listen sehr, sehr gut ja, vergrößern. Ne? Also eine sehr, sehr schöne Win-Win-Situation in diesem Fall. Aber das solltest du erst dann machen, wenn du wirklich schon eine gute Liste, eine möglichst große Liste hast. Dann kannst du auch diese Strategie nutzen. Ja, das soweit. Das Beste kommt natürlich wie immer zum Schluss. Denn jetzt wird Geld verdient. Also wenn du jetzt alles hast, also du hast dein kostenloses Angebot, du hast jetzt dein Kontaktformular, dein Newsletter-Software, du hast jetzt Besucher, Traffic, also wenn du jetzt nur, sagen wir mal, 2 oder 3 dieser Traffic-Quellen, die ich dir gerade genannt habe, wirklich nutzt, hast du schon täglich Einträge in dein E-Mail-Kontaktformular. Und jetzt kannst du E-Mails mit Angeboten an deine Kontakte senden. Aber sende nicht nur Angebote an deine Liste, wenn du die dann hast, sondern auch weiterhin zwischendurch kostenlose Tipps. Denn natürlich tragen die Leute in erster Linie auch ein für das kostenlose Angebot, ist klar. Aber natürlich wollen die auch weiterhin von dir Tipps bekommen oder Informationen. Du musst das immer so sehen, mische es. Also du könntest zum Beispiel, ja, komme ich vielleicht auch nachher nochmal darauf zu sprechen, du kannst also zum Beispiel jeden Monat einmal eine Promotion machen, jeden Monat eine E-Mail raussenden mit einem Content-Produkt, also für ein kostenloses Produkt oder vielleicht für kostenlose Tipps oder was Kostenloses halt. Und du könntest zum Beispiel jeden Monat einmal ein Affiliate-Produkt bewerben. Das ist jetzt wirklich, also wenn es, das ist jetzt schon sehr, sehr wenig, wenn du das so machst. Es wären also nur 3 E-Mails, die du pro Monat raussendest. Du kannst aber auch sagen, du machst das eben, du sendest nicht nur 3, sondern du sendest 6 E-Mails pro Monat. Wichtig dabei ist, wenn du deine Leads generierst, solltest du gleich am Anfang, in den ersten Tagen, also wenn du einen neuen Kontakt bekommst, der sich einträgt in dein Kontaktformular, das ist wirklich ein neuer Kontakt, hier solltest du in den ersten Tagen erstmal täglich eine E-Mail raussenden. Warum? Weil dieser Interessent genau jetzt, wo er sich eingetragen hat in dein Kontaktformular, genau jetzt an diesem Zeitpunkt Interesse hat. Und wenn jemand gerade jetzt Interesse hat, auf der Suche ist er auch sehr, sehr leicht geneigt dazu, auch jetzt das zu kaufen. Deswegen solltest du auch gleich in den ersten Tagen täglich E-Mails raussenden. Natürlich übertreibe es nicht, Und du sollst in den ersten Tagen auch die Chance gleich nutzen, dich selbst vorzustellen, also Beziehungen und Vertrauen aufzubauen. So, später kannst du dann auch sagen, okay, du kannst also zum Beispiel die ersten Tage, machen wir 5 bis 7 Tage, also die ersten 5 bis 7 Tage sendest du, also ich würde es jetzt nicht übertreiben, ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde sagen maximal 7 Tage, sendest du jeden Tag eine E-Mail, also es können auch 5 Tage sein von mir aus, aber es sollten nicht weniger als 3 Tage sein. Und nachher, nach dieser Woche, kannst du dann danach einmal die Woche etwas raussenden. Und du kannst dann wirklich einmal pro Monat, wenn du jetzt eine große E-Mail-Liste hast, eine große Promotion machen. Das heißt, eine große Promotion wäre dann eine, wo du für ein Produkt nicht nur eine E-Mail raussendest, sondern zum Beispiel 3, 4 E-Mails für ein Produkt. Das wäre eine große Promotion. Aber das solltest du wirklich auch dann immer nur in größeren Abständen machen. So, also, so dass es eine gute Mischung ist und deine Kontakte nicht zu viele E-Mails von dir bekommen. Aber du solltest natürlich nochmal am Anfang möglichst jeden Tag eine E-Mail raussenden. Und das machst du dann eben mit Autorespondern, also du erstellst dann sogenannte Autoresponder-Serien mit der Newsletter-Software. Autoresponder ist eine automatische E-Mail, die du einmal anlegst und dann wird diese automatisch von deiner Newsletter-Software versendet. Also du kannst genau sagen, eben am Tag 1 diese E-Mail, am Tag 2 diese, am Tag 3 diese und so weiter. Und das kannst du dann eben bis 7 Tage schon mal machen. Also ich empfehle dir, gleich am Anfang bei deiner Newsletter-Software für dein kostenloses Angebot gleich, bevor du Werbung und Traffic machst oder Werbung machst und dich über Traffic Gedanken machst, erstmal mindestens 5 bis 7 fertige E-Mails erstellst, also sogenannte Autoresponder oder Follow-up-E-Mails, wenn man so will, die erstellst du bitte erstmal gleich am Anfang. Und das könnte dann so aussehen, als Beispiel, E-Mail 1, diese E-Mail bekommen deine Kontakte eben sofort, wenn sie sich eintragen für das kostenlose Angebot, das wäre die Auslieferung des kostenlosen Angebots. Diese E-Mail bekommt man sofort, denn darum haben sie sich eingetragen. Die solltest du auch sofort auch so anlegen, dass jeder, der sich einträgt in sein Kontaktformular, eben auch dieses Angebot gleich am gleichen Tag bekommt. Natürlich logischerweise nach dem Bestätigungsprozess, der ja auch notwendig ist, klar. Aber hier kannst du schon dann direkt dann auf der Danke-Seite, also wenn in der ersten E-Mail, du am Tag 1 raussendest, ein Link ist zu deinem kostenlosen Angebot. Dieses kostenlose Angebot kann man sich eben herunterladen auf deiner Webseite. Dann sendest du den Link zu dieser Seite, wo man das herunterladen kann. Und auf dieser Seite, wo man dann dieses kostenlose Angebot herunterladen kann, kannst du ja auch schon nutzen, um auch ein kostenpflichtiges Produkt anzubieten. Also du könntest quasi unter diesem kostenlosen Produkt oder kostenlosen Angebot, was man eben dann bekommt, weswegen die Leute sich eintragen, kannst du dann auch unten darunter sagen, okay, wenn dir das gefällt und möchtest mehr haben, kannst du auch schon einen Link zu einem kostenpflichtigen Produkt dort platzieren. Wichtig ist nur, dass du das erst nach dem kostenlosen Angebot machst. Wichtig ist, dass erstmal die Leute das kostenlose Angebot bekommen. Du kannst auch im kostenlosen Angebot selbst einen Link platzieren. Das kann man sehr schön bei den E-Books machen oder Reports. Kannst du auch dort schon einen Link platzieren zum Kaufprodukt. Also auch das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn es ein kostenloses Video ist, kann auch auf der Videoseite unter dem Video dann noch ein Link zu einem kostenpflichtigen Produkt sein. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, erstmal dein Versprechen einhalten, erstmal das Kostenlose und dann kannst du ganz vorsichtig fragen, wenn dich das interessiert oder du möchtest mehr, ich habe hier etwas, das könnte dich interessieren und dann den Link zu dem Kaufprodukt. Dann am E-Mail 2, einen Tag später, dann zusätzliche Tipps. Übrigens, das ist nur ein Beispiel von vielen. Thema E-Mail-Marketing wird auch nochmal ein Thema im Webelite Club. Das wäre jetzt auch zu umfangreich. Daher zeige ich dir nur ein Beispiel, dass du das Prinzip verstehst. Am nächsten Tag, einen Tag später, E-Mail 2. Hier kannst du zum kostenlosen Angebot nochmal zusätzliche kostenlose Tipps geben, nochmal zusätzlichen Mehrwert geben und auch hier kann dann in der E-Mail vielleicht im PS stehen, hast du schon mein Angebot gesehen oder nochmal, wenn du mehr willst, dann schau dir doch mein Angebot an. Also hier machst du auch nochmal eine Mischung aus zusätzlichen Tipps plus nochmal die Erinnerung an ein kostenpflichtiges Angebot. Zum Beispiel Video- oder Blogpost mit dem Link zu einem Kaufprodukt könnte das sehr, sehr gut ja, für dich realisieren. So, E-Mail 3, dann der nächste Tag, also wieder einen Tag später. Hier kannst du wirklich auch mal eine direkte E-Mail machen und einfach mal die Vorteile von einem Kaufprodukt aufzählen. Hier kannst du einen Auszug aus dem Produkt zeigen, einen Erfahrungsbericht bringen zu deinem Produkt. Übrigens auch bei Affiliate-Produkten kannst du sogenannte Reviews oder Erfahrungsberichte machen und dein Affiliate-Produkt kurz vorstellen mit dem Link zur Bestellung. Funktioniert also auch im Affiliate-Marketing sehr, sehr gut. Und eben einfach Ergebnisse zeigen mit dem Kaufprodukt und so weiter. Dann kommt also die E-Mail am nächsten Tag, E-Mail 4 und so weiter. Das heißt, du verstehst das Prinzip. Über diesen Weg hier im E-Mail-Marketing wird dann das Geld verdient. Ja? Also an dieser Stelle machen wir quasi den Interessenten zum Kunden. Genau hier passiert sozusagen die Magie und hier verdienen wir dann letztendlich unser Geld. Ja, das soweit zu diesem Beispiel E-Mail-Marketing. Und abschließend möchte ich hier noch mal kurz sagen, du verdienst mit E-Mail-Marketing das meiste Geld. Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, egal ob als Affiliate oder mit eigenen Produkten. Nochmal, du verdienst mit E-Mail-Marketing das meiste Geld, egal ob Affiliate oder mit eigenen Produkten. Daher empfehle ich dir, nutze die Lead-Generierung, um dann auch E-Mail-Marketing machen zu können. Schön, dass du noch dabei bist. Das zeigt, dass du wirklich Interesse hast an diesem Thema. Und es zeigt auch, dass du willst. Und ich gehe davon aus, dass wenn du das Video bisher angeschaut hast, dass du mehr willst, dass du wirklich jetzt richtig durchstarten willst. Nochmal, wichtig ist, wenn du Geld im Internet verdienen willst, dass du die richtigen Informationen zur richtigen Zeit hast. Und aus diesem Grund gibt es meinen Webelite Club. Und ich habe etwas ganz Besonderes. Und zwar nenne ich es Webelite Club Lifetime. Ich hatte schon im letzten Video kurz darüber gesprochen. Webelite Club Lifetime ist quasi der Zugang zu meinem Online-Marketing-Club zum Geldverdienen im Internet. Es haben sich fast 1000 Mitglieder mittlerweile registriert, sind nicht mehr alle dabei, aber es kamen einige auf mich zu und haben mich gefragt, ob es auch einen Jahreszugang gibt. Und ich habe gesagt, okay, ich mache aus dem Jahreszugang einen Lifetime-Zugang, also einen lebenslangen Zugang. Keine Folgekosten, kein Abo und nur einmalige Zahlung und du hast einen lebenslangen Zugang. Und genau das möchte ich dir heute anbieten. Wenn du mehr dazu wissen willst, du findest jetzt unter dem Video den Button, trage einfach deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und ich gebe dir mehr Informationen zu dem Webelite Club Lifetime. Ich erzähle dir, was genau das ist, wie du davon profitierst und wie du den Zugang mit einem wirklich gepfefferten Rabatt bekommst. Das ist ja genau das Besondere daran, denn ich mache so einen genannten Marketing-Test, weil ich will einfach mal sehen, wie kommt das an. Ja, denn wenn viele Kunden mich danach fragen, dann teste ich das ganz gerne. Und du kannst jetzt wirklich enorm profitieren davon. Also wenn du willst, klicke jetzt unter dem Video auf den Button und du lernst darüber hinaus natürlich noch viel, viel mehr. Ja, Lead-Generierung ist ja nur ein Puzzleteil aus dem großen Puzzle, wenn man es so will, Online-Marketing. Ja, es ist zwar ein wichtiger Bestandteil, aber es gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Und das alles erfährst du in meinem Webelite Club. Ansonsten, ja, schau bitte morgen oder die nächsten Tage in dein E-Mail-Postfach. Ich schicke dir den Link zum Video 3. Auch Video 3 enthält wieder wirklich knackige Insider-Informationen, die dir wieder mehr helfen und wieder ein Stück weiterbringen. Und mit Sicherheit ist auch da der ein oder andere gute Tipp dafür dabei. Auch das ist ein Video, was ich aus dem Webelite Club herausgenommen habe, dass du einfach siehst, ja, was bekommst du konkret im Webelite Club. Ja? Das sind eigentlich quasi diese Videos, die ich einfach dafür jetzt für dich in diese kostenlose Videoreihe gepackt habe. Wenn dir das Video gefallen hat und du möchtest benachrichtigt werden, wenn das nächste Video rauskommt, schreib mir einfach einen Kommentar unten, klicke auf Gefällt mir. Ich lese mir alle Kommentare durch und wenn du eine Frage hast, dann schreib das auch in die Kommentare, dann beantworte ich die sehr, sehr gerne für dich. Ansonsten klicke jetzt unten auf den Button und hol dir mehr Informationen zum Webelite Club Lifetime. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Maximalen Erfolg und alles Gute. Dein David Seffer.